Nee, geht von selbst zu. Vielleicht könnte er für mich die Schublade zudrücken, während ich drin bin. Sie passt da rein. Also hier drückt man die Schublade zu. Das können wir dir nicht befehlen, oder? Aber was dann? Das macht gar keinen Sinn. Und die da hochwerfen können wir auch nicht. Doch, können wir. Ich komme dann wieder runter. Tja. Ich komme da nicht hoch bis zur... bis zur Klinke. Ja gut. Die naheliegendste Idee. Einfach mal drücken. Da stand kein Schild dran, bitte drücken oder so. Das ist. Die haben da hochgezeigt und ich dachte, ich soll die werfen. Das ist. Ach Mensch. So, hier, mal einen Hebel ziehen wieder. Ihr müsst mal wieder Hebel ziehen. Vielleicht muss ich das selber machen. Das hat es jetzt gebracht. Zwei Kronen. Kommt mit Snowma. Kommt mit mir. Aha. Hier geblieben. Gnome. Wo geht er denn hin? Ich wollte dich da hochwerfen. Das ist ein Safe Point. Kommst du mit? Vorhin nicht mehr. Kann ich euch noch mitnehmen? Ja. Na komm jetzt mal. Schade. Ich wollte die da hochwerfen, damit ich in die Leiter runterziehen kann und zum Ofen wollen sie. Wollen alle in den Ofen reinkriechen. Lass das bitte nicht so enden. Das wäre ja traurig. Ofenklappe geöffnet. Weg sind sie. Ach, die wollen Cola. Okay. Das ist ja cool. Und der Fahrstuhl wird aktiviert. Und die Treppe wird aktiviert. Die Tür. Ich will hier mal hoch. Die Tür können wir später noch mal machen. Nach rechts müssen wir eigentlich ja mal erstmal gucken, was hier los ist. Hier mal ein Seil. Puh. Hier können wir sterben. Ah, hier wieder gelandet. Die sammeln Kohle. Eine steht daneben und guckt zu. Frau Lanom. So, hops. Okay. Da müssten wir vielleicht einen Gnome dran dabei beschäftigen, der sich da dran hängt. Das wäre eine gute Aufgabe für einen Gnome. Aber die kommt so weit nicht mit hoch. Sein wir kriegen in den Fahrstuhl. Den Lastenaufzug befördert. Dass der sich mal bewegt.
Jetzt geht's hier eigentlich zurück. Jetzt hier die Treppen hoch. Ich wollte es nochmal erkunden. Oha. Übel, übel. Kleines Secret hier oder so. Kleiner Secret Room. Jetzt ein paar lockere Dielen. Mal hier die Bretter wegnehmen. Autsch. Oha. Der Hausmeister. Ich glaube, wir hätten nach rechts gehen müssen. Gehen wir hier wieder hoch? Da sind wir jetzt hier gefangen. Ich sehe hier nichts, wie ich hochkomme. Oh wei, sind wir jetzt hier gefangen. Geht's weiter nach links. Das ist die falsche Richtung. Das ist prinzipiell nicht so schön. Nicht so gut. Können wir den Hausmeister irgendwie ablenken? Der uns hier nicht wieder greift und einsperrt. Hier hoch. Stillgestanden. Der sieht uns nicht. Wir müssen zur Tür wahrscheinlich. Oder doch weiter nach links. Wir gehen vorbei hier. Durch die Tür. Da müssen wir ein bisschen sprinten, oder was? Scheint so, als sollten wir hier weiter. Habe ich mich jetzt für einen Weg entschieden? Oder wie sieht das aus? Gar nicht hier. Was? Das könnte mich doch nicht. Ich stand da still. Runter durch hier. Und weiter. Lass die nicht entdecken, lass die nicht entdecken. Bin gar nicht hier. Ach, verdammt. Muss mich im Regal verstecken. Und dann? Hier rüber. Was hat das gebracht? Aha. Interessanter Bug. Bin ich um hier herumgeschwebt. Jetzt sollten wir hier nicht sofort losrennen. Bricht er uns gleich.
ins Regal stellen. Wenn wir uns nicht bewegen, müsste das doch gut gehen. Hau ab, hau ab. Warum kein Mucks, warum wir uns nicht bewegen? Der sieht uns ja nicht. Verdammt. Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Und geh wieder rüber. Für irgendwas müssen wir den Schalter betätigen. Ach du Scheiße. Ich stehe hier nur. Beweg mich nicht. Hier aus dem Raum. Verdammt. Steh still. Oh, Schande. Stillstehen. Ah, da greift er uns. Okay. Die Kurbel müssen wir wahrscheinlich noch betätigen. Den Knopf dort drücken. Der Kreissäger. Ins Regal. Ganz still. Ganz still. Brauchen wir die Kurbel irgendwo für? Macht das Sinn, was, dass wir die Kurbel drehen? Oder den Schalter drücken? Wir hätten einfach nach rechts gehen müssen, die Tür war offen. Wir hätten da durchgekonnt. Ich wollte halt erkunden. Ich war so blöd und wollte hier die Gegend erkunden. Ich war so blöd. Vielleicht können wir uns dann noch unter den Tisch drunter ducken. Sieht nicht so gut aus. Wenn den Schalter betätigen, macht's Lärm. Hier verstecken. Das sieht er uns nicht und wenn er uns vorbeischleicht, dann machen wir da Lärm. Macht er den Hebel wieder aus oder was? Wir sind gar nicht hier, wir sind gar nicht hier, wir sind gar nicht hier. Geh doch rüber zum Schrank. An den Puppen rumfummeln. Ganz leise hier. Ganz schnell. Ab in den Schrank. Hier runter. Verdammt. Okay, jetzt geht er rüber. Das machen wir, wenn die Kreissäge an ist. Schnell wieder hier runter, oder was? Verdammt.
Der wird uns keine Szene, aber umso besser. Ist sein Gehör. Und was nun? Vielleicht hätten wir in der Zeit einfach ganz gut abhauen können. An die Tür springen wir uns durch, dass uns nicht hört. Wofür brauchen wir den Knopf dort? Okay, jetzt macht er da was. Ganz heimlich, still und leise. Schau mal, was er macht. Und geht in den anderen Raum. Muss vielleicht ein bisschen warten. Da ist eine Türklinke, da können wir vielleicht ran, damit der Lärm ihn aufhält. Na komm. Auwei. Oh Mann. Das hält ihn jetzt ab. Ins Regal würde ich mich stellen. Okay. Und was müssen wir damit machen mit der Kreissäge? Der Esser, der hört uns erstmal nicht. Wir wollen wieder nach rechts zurück. An die Klinke dran springen wäre meine erste Idee. Oder können wir übers Regal abhauen? Fürchte nein. Sieht schlecht aus. Wenn wir das an die Türklinke dort kommen wir ran. Nicht übers Regal. Das wäre eine Möglichkeit, wenn wir dann ins Regal, ins Puppenregal rein. Nicht ans Werkzeugregal, sondern ans Puppenregal. Drück den Knopf, drück den Knopf, drück den Knopf. Das ist zwar beschäftigt, dann erstmal. Das können wir vielleicht hier. Verdammt. Satz mit X. Muss ins Regal stellen, kommen wir vielleicht, wenn er weg ist. Vom Regal aus an die Türklinke. Die Türklinke sieht benutzbar aus. Die sieht benutzbar aus. Ein Wiedersehen mit dem Hausmeister haben wir hier heute. Hier kann man nicht mehr durch. So ein Mist. So, hier mal lang. Mach mal Lärm. Verziehen uns ins Regal. Jetzt warten wir mal, bis er abhaut.
fummelt er hier im Regal rum. Jetzt denkt er, alles wieder normal. Und wird gleich wieder ins Nebenzimmer verschwinden. Was bringt uns das jetzt? Was bringt uns das, dass er dann hört uns doch weiterhin? Das ist, ich verstehe es gerade nicht wirklich, was das Spiel hier will. An die Tür gehen komme ich nicht hoch, oder? Ans Regal komme ich ja auch, wenn es leise ist. Brauche ich nicht die Kettensäge für. Komme ich hier irgendwie hoch? Kann ich hier irgendwas mit? Oh wei. Den Nomen. Ich kann damit irgendwas tun. Hebt er jetzt wahrscheinlich wieder auf oder was? Okay. Können wir den Nomen zersägen oder was? Keine Ahnung, was hier los ist. Vielleicht um den Nomen zu holen. Das wäre eine Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte. Was machen wir mit der Nomenfigur? Mit nach unten nehmen. Kommt da nicht ran. Alles klar. Irgendwas müssen wir mit der noch machen können. Die Hammer abwerfen vielleicht. Einen Sinn hat das doch hier, das für den Ablenken. Tja, okay, ob wir den jetzt wieder hochkriegen. Ich würde sagen, an die Türklinke müssen wir ran. Das vielleicht wäre da nicht hin. Und während da von der Kreissäge abgelenkt ist, während da nicht hinschaut. Jetzt reißt das wieder den Knopf ab und packt den da oben rein und dann haut er ab. Schaut noch mal überall nach, obwohl er nicht sehen kann. Und geht. So. Knopf gedrückt. Das können wir hier prinzipiell leer machen. Ah, da kommt, da oben kommen wir nicht ran. Jetzt hätten wir an ihm vorbeigekommen. Das ist noch während der da. Was für einen Sinn macht das? Kreissäge. Aber in dem Raum waren wir schon. Was wollen wir dort? Vielleicht wollen wir irgendwie einen Hammer oder eine Säge oder so weiter
Das wäre eine Möglichkeit, warum wir das brauchen könnten. Ich habe keine Idee. Oha. Okay. Der hat uns nicht erst abgelenkt, er ist jetzt an ihm vorbei. Den Hebel wieder zumachen kann man nicht. Schublade. Ist die für irgendwas gut? Oh wei. Ins Regal. Vielleicht können wir da die Kurbel betätigen, während er da drüben beschäftigt ist mit der Säge. Was für eine Option. Warum hat der uns jetzt gesehen? Warum zum Henker? Naja, gut. Dann sage ich mal, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und den nächsten Part, die nächste Aufnahme, den nächsten Stream nicht verpassen wollt. Das nächste Video auf meinem Kanal generell. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Habe ich schon gesagt, oder Däumchen nach oben, Abo, Glocke aktivieren. Einen wundervollen, schönen Tag haben. Und sehen wir uns am nächsten Stream wieder. Wenn es dann hier weitergeht, mit neuen Ideen, Sache zu lösen. Ja, bis dahin, ciao, ciao.